Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Saarländerinnen und Saarländer, wir brauchen in allen Städten und Gemeinden und flächendeckend Hochwasser- und Starkregen Vorsorgekonzepte. Und da, wo es sinnvoll ist, auch diese Konzepte gemeindeübergreifend. Bayern und Rheinland-Pfalz machen vor, wie es geht, und sie haben dort Sturzflut-Gefahrenkarten, und zwar für das gesamte Bundesland. Es geht jetzt darum, eine saubere Bestandsaufnahme zu machen, und nach Informationen aus dem Umweltministerium aus Januar haben wir in 9 von 52 Gemeinden im Saarland ein Hochwasser- und Starkregenkonzept. 4 weitere Kommunen haben Starkregen-Gefahrenkarten und 36 Kommunen haben einen Bescheid, um ein Konzept zu erstellen. Das heißt, es bleibt noch viel zu tun, und diese Konzepte sind der Einstieg in das Thema Hochwasservorsorge, der Einstieg in ganz konkrete Maßnahmen. Deshalb sollten die aktuellen Förderrichtlinien angepasst werden. Aus dem Kreis der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister habe ich mitgenommen, dass die bestehenden Förderprogramme von Bund und Land einfacher werden müssen. Die Antragstellung sei zu kompliziert und damit auch sehr personalintensiv. In vielen Kommunen kommt sicherlich die prekäre Haushaltslage hinzu, sodass selbst bei hoher Förderquote die Finanzierung des Eigenanteils ein reales Problem darstellt. Und deshalb braucht es eine einfache Finanzierung von Starkregenvorsorge und Hochwassermaßnahmen. Dr. Mattes hat uns beim Gespräch im Ausschuss in diesem Januar mitgegeben, dass wir für den nächsten Doppelhaushalt deutlich mehr Gelder brauchen für den Katastrophenschutz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie es ganz konkret und vorbildlich geht, hat meine Nachbargemeinde Sulzbach gezeigt. 2016 wurde die komplette Innenstadt quasi überflutet. Darauf wurde entschlossen gehandelt. Mit Friedrichsthal gemeinsam hat Sulzbach ein Hochwasser- und Starkregenkonzept auf den Weg gebracht, beauftragt und setzt es seit 2019 nach und nach um. Kernpunkte sind die Renaturierung der Bäche und die Schaffung von Überflutungsflächen. Auch die Feuerwehr wurde besser ausgestattet, als sie ausgestattet war. Zum Beispiel wurden weitere Pumpen angeschafft. Und ich darf exemplarisch an der Stelle Michael Adam herzlich danken, dem Bürgermeister aus Sulzbach und auch seiner Verwaltung. Und er hat mir gerade gestern noch mal gesagt, wir sind besser aufgestellt, als wir es vor einigen Jahren noch waren. Aber auch der Faktor Glück hat an der Stelle einen großen Beitrag geleistet, dass es nicht schlimmer in Sulzbach kam. Und ich möchte anregen, dass wir uns in den nächsten Wochen und Monaten intensiv die einzelnen Städte und Gemeinden gemeinsam anschauen. Klein-Blittersdorf und Nonnweiler hatten wir in den letzten Tagen auch zum Thema im Ausschuss gemacht und konkret nachgefragt. Und ich glaube, wir brauchen diese Bestandsaufnahme gemeinsam, da ja viele von uns, die auch Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker sind, für jede Stadt und Gemeinde, um uns einen guten Überblick zu verschaffen. Liebe Saarländerinnen und Saarländer, auch jede Bürgerin und jeder Bürger kann etwas tun an seinem eigenen Haus, weil auch die Eigenverantwortung ist bei diesem Thema auch ein Gut, wo wir jedem sagen, ihr könnt einiges selber tun. Was ist an uns? Lernen aus dem Starkregenereignis heißt, sich gut für die nächsten Jahre gemeinsam aufzustellen. Das kam ja eben auch bei dem Kollegen durch. Wir wollen keinen Aktionismus, wir wollen keinen Schnellschuss, sondern wir brauchen einen guten Plan für unser Saarland. Wir als Parlament sollten die Herausforderungen für die Landesregierung, aber auch für die Kommunen intensiv und konstruktiv begleiten. Deshalb beantrage ich für die CDU-Landtagsfraktion, ab nächster Woche wöchentlich einen Hochwasserausschuss einzusetzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist zunächst erforderlich, ein Gesamtbild über die Schadenslage im Saarland zu bekommen und dann zu regulieren. Aber das können wir nicht allein. Es ist vielfach heute Morgen genannt worden. Wir brauchen dafür auch die Bundesregierung. Bundeskanzler Olaf Scholz war in Saarbrücken und ich darf gerne zitieren, man habe ja eine gute Praxis der Solidarität. Und daraus lese ich ab und auch viele Bürgerinnen und Bürger, dass wir Bundesmittel im Saarland erwarten können. Es reicht eben nicht nur, um zu priorisieren, sondern wir brauchen zusätzliche Hilfen aus Berlin. Abschließend danke ich allen, die besonnen, überlegt und tatkräftig entschieden, gerettet und geholfen haben. Ich danke allen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kräften, allen Spontanhelferinnen und Spontanhelfern, allen Nachbarn, die einfach rausgegangen sind und angegriffen haben, allen, die sich gegenseitig geholfen haben, weil so schlimm dieses Starkregenereignis nun mal war. Es hat unsere Gesellschaft im Saarland ein Stück weit wieder zusammengebracht. Und deshalb brauchen wir auch schnell den zweiten Schritt bei der Helfergleichstellung. Sie sollte bald folgen.
Und Sie können sich sicher sein, die CDU ist an der Stelle bei Ihnen und mit Ihnen unterwegs, weil das ist ein Thema, was auch hier im Parlament zusammenführt und nicht spaltet. Herzlichen Dank.